Hallo meine lieben kleinen Minecraft-Wölfe, ich bin's wieder, euer Cooper, der liebe Gaming-Wolf, und ja, ich bin wieder hier in meiner kleinen Mod More Animals, der Java-Edition, mit insgesamt so rund 150 verschiedenen Mods, und ich bin immer noch auf der Suche nach der Höhle. Jo, der Höhle. Ich bin hier. Ich bin wieder ellenweit gereist. Weil ich dachte, ey, Leute, ihr habt keine Lust, mir zuzugucken, wie ich die ganze Zeit nur durch die Gegend laufe und nichts passiert und was weiß ich. In diesem Lauf bin ich denn halt mal hier jetzt stehen geblieben, weil ich habe hier ein paar Erze, die ich abbauen will. Außerdem habe ich da hinten... Genau, da war dieser, dieser Seuchendoktor, der ist mir hinterher spaziert. Und außerdem hatte ich hier irgendwas noch gesehen. Ah, da sind Ratten. Die fühlen sich bei dem solchen Doktor ganz wohl. Ich hatte doch hier eben irgendwo noch einen Affen gesehen. Ah, anscheinend doch nicht. Sind nur Kühe. Okay. Naja, egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier uns ein bisschen Eisen grappeln. Zack. So. Ein bisschen Kohle werden wir uns auch noch schnagulieren. Wird es schon wieder dunkel? Meine Güte, bin ich schon wieder so lange unterwegs gewesen? Eigentlich, ich bin wahrscheinlich schon mehr als bei Tag, was ist das eigentlich? Tag 20? Tag 19, Tag 20? Weil die Zeiten, wo ich reise, da vergehen auch immer wieder Tage und Nächte. Und die habe ich jetzt aber denn immer nicht so mit aufgezeichnet. Also, oh, hier geht's ab in eine Höhle, da will ich aber jetzt nicht rein. So, das Eisen nehmen wir auch noch mit. Oh, so, dann machen wir mal so und so. Ja, das war nicht sehr viel, aber immerhin. Ja, ich bin hier in einer sehr... Spinnweben, das ist immer so ein Punkt, der mir überhaupt nicht gefällt, ne? Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, und ich muss immer noch weiter in diese Richtung. Ich muss hier mal... Ja, zum Glück sind hier gerade keine Spinnis. Aber meine Karte spinnert gerade wieder ein bisschen rum. Der macht ganz viel Mau-Mau, obwohl der eigentlich mit allem versorgt ist, was er braucht. Der hat Wasser, er hat Fressen, gerade erst bekommen. Aber er ist so ein bisschen aufmerksamkeitsaufdringlich. So, aber ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich jetzt mal meinen... Kann ich meinen Schlafsaxon verwenden oder ist noch zu hell? Ja, ich kann es nur während der Nacht verwenden. Okay. Ich hab's schon verstanden, wir müssen noch weiter in die Richtung. Aber eigentlich... Ah, jetzt geht's. So, ich bin wieder wach, bin wieder da. Ja, so eine kleine Übernachtung im Freien ist auch mal was Feines. Hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Meistens war ich aber irgendwo in irgendwelchen Höhlen oder auf irgendwelchen Booten unterwegs, wo ich das dann machen konnte. Was das Ganze denn natürlich ein bisschen sicherer gemacht hat, weil da können nicht so viel Mobs und sonstiges Zeug auftauchen. Ey, du aller Hahn! Seit wann liegen hier in der Eier? Hä? Den hast du mich gerade voll erschreckt, Mann. So, ja, diese Höhle, diese verlassene Höhle, ne? Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte in keine Höhle. Ich will hier wieder raus. Kommt schnell, schnell raus hier. So. Mann. Immer diese ollen Höhlen, ne? Was ist das denn, ey? Oh, zwei Bisons, die sich beulen. Aber ich glaube, jetzt sind sie wieder friedlich. Mann. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe irgendwas angefangen zu erzählen. Ah ja, genau. Diese Mod mit den Höhlen, die scheinen auch andere Leute zu benutzen oder in ihren Mod-Paketen drinnen zu haben. Ich weiß jetzt, dass es in dieser Höhle ganz viele komische Viechers geben wird, so wie riesige Fledermäuse und sowas. Da mein lieber kleiner Sohn sich nämlich die gute Banksy angeguckt hat mit Minecraft-Freunde. Und tatsächlich haben die diese Mod auch drinne.
So, und die haben diese Höhle tatsächlich, zu der ich hier jetzt will, auch schon besucht. Das heißt, ich bin jetzt leider ein bisschen gespoilert worden, was mich da erwartet. Das war jetzt so eigentlich gar nicht geplant, aber was soll's, lässt sich jetzt irgendwie nicht ändern. Alter Falter, dieses blöde Regenwetter, ey. Ey, ich komme mir vor wie so ein gegossener Pudel. Kann auch wohl nicht wahr sein. Ja, also wie schon gesagt, ich bin jetzt ein bisschen gespoilert worden. Und, ja. Ich weiß zumindest, dass ich mich in dieser Höhle in Acht nehmen sollte. So, ob ich jetzt ausrüstungstechnisch dafür schon gut genug gemeistert bin, hier weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich immer noch oben in der Ecke bin und die irgendwo am Arsch der Heide zu sein scheint. Also ich wünschte ja, dass ich hier irgendwie demnächst mal ein bisschen Deckung habe. Beziehungsweise, dass ich mal wieder einen Wegstein oder so finde. Ich habe mich jetzt eben gerade von meinen eigenen Schritten erschrocken. Entschuldigung, deswegen war ich kurzzeitig so leise. Oh. Oh, schnell hier wieder raus. Ja, meine Karte hier im Hintergrund macht schon wieder Terz. Jetzt hat er seine 5 Minuten. Ich bin nicht mehr ganz schussig. Ich sehe fast gar nichts durch den Regen. Ich meine, ich liebe diesen Shader und diese Mod, dass das so düster und realistisch wird. Aber wenn man gerade auf Reise ist, ist das echt, man sieht quasi nicht, was auf einen zukommt. Das ist schon ein bisschen, muss ich zugeben, unheimlich und beängstigend. Aber, Alter, und dann erschreckt mich der blöde Kater auch immer noch mit dem blöden losgesprintet. Was bist du denn? Du bist eine Krähe. Oh, hier ist eine Feder. Die nehmen wir auch mal mit. Ich muss mal kurz zwischendurch was essen. Warte. Nom, 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 nom. So, wieder voll. Nee. Warte, da wollte ich hin. So. Und. Hey, gibt's doch nicht. Also wenn ich in dem Gebiet bin, wo ich hin muss, ich weiß nicht, ob ich denn direkt nach dem Eingang suche, ich weiß auch nicht, ob es einen direkten Eingang gibt oder es über eine Höhle zur Höhle der Höhle dazu führt, werde ich mich zur Not wahrscheinlich mal vorsichtig auch runtergraben. Aber im Moment könnte mal das miese Wetter hier wieder aufhören. Mann! Leute! Sehr, 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 sehr beruhigend hier. Also Kohle könnte ich mir hier auf jeden Fall sehr viel unterwegs mitnehmen. Aber eigentlich könnte hier mal irgendwo bitte auch ein Wegstein oder so sein. Ich meine, es könnte jetzt auch tatsächlich sein, dass hier irgendwo ein Wegstein in meiner näheren Umgebung stand. So auf Hügelchen oder was weiß ich. Oder in irgendeine Ecke, den ich jetzt durch den Regen gar nicht wahrgenommen habe oder gesehen habe. Weil ich kaum was erkennen kann. Ich kann ja kaum meine Umgebung erkennen. Warte mal, ich nehme mal. So, ich will mal die Blumen. Wieso habe ich keinen Platz mehr? Was habe ich denn hier alles drin? So, Cobblestone weg. So, ich will die Blumen haben. So, weil diese Blume kann ich gut gebrauchen, wenn ich mir neue Karten herstellen will zur Rückreise. Und wisst ihr auch warum? Weil dann brauche ich nicht zwei Farben mischen, weil die ist ja schon purple, die ist ja schon lila. Ja, ganz clever, wa? Manchmal habe ich so einen hellen Moment. So, und ich muss weiter in die Richtung. Ich kann immer noch nicht sehen hier. Könnt der Regen mal wieder aufhören, bitte?
will doch nur. Ich hab doch nur. Ich will doch nur ein bisschen was sehen können. Hallo? Was ist das da hinten? Warte mal. Wo ist mein Fernrohr? Ich brauche meine Fernrohr. Warte mal, was brauche ich gerade nicht? Das, ja, das Buch kann ich gleich wieder nehmen, aber. Was ist das? Leuchtet irgendwas. Warte mal, wir müssen hier mal irgendwie runter. Hopp. Dann werden wir mal mit der Boote darüber fahren. Hopp. 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 So. Okay, dann brauche ich jetzt das Boot doch wieder. Zack. Zack. So. So, so kann ich besser Boot fahren, das weiß ich. Ich will jetzt wissen, was das ist. Soll das irgendwie eine Bohrinsel darstellen? Oder ist das irgendwie eine Menschen? Von Pillagern? Ich weiß nicht, ob ich da rangehen sollte. Oh. Hilfe, ich bin unter Wasser. Ich bin unter dem Boot. Oh, schnell hoch hier. So. Ich nehme lieber sicherheitshalber mein Schwert in die Hand. Was ist das? Hier hängen Fahnen? Wie weit bin ich eigentlich noch? Okay, zu den Höhlen, wo ich hin will, geht es da hinten lang. Da liegen Fischgräten. Ui, aber hier ist jede Menge Essen drin. Wartet mal. Hä? Okay, was ist das denn? Verschiedene Arten von Fischen? Bambus? Kartoffel. Oh, Raketen. Hier sind zwei Villager. Hallo? Oh. Ach so, ja, ich bin nur ein Reisender. Ein reisender Wolf. Ey, schubst mich hier nicht weg. Ich hab euer Zuhause hier gesehen und wollte einfach nur mal Hallo sagen. Wo seid ihr denn jetzt hingelaufen? Warte mal, da ist noch eine Kiste. Feuerkugeln TNT. Okay, ich glaube, ich sollte hier definitiv ein bisschen plündern. Warte mal eben. Wir müssen mal kurz den Rucksack in die Hand nehmen. Und dann. So, oh, so viel Platz habe ich da auch nicht mehr drin. Dann packen wir das mal dahin. Das packen wir hier drauf. Erde packen wir zur Erde. So, dann tun wir das da aber schon mal da rein. So. Eisen tun wir zu Eisen. Den Block tun wir dahin. Die behalte ich mal. Ja, vielleicht habe ich auch Glück und finde irgendwann demnächst mal irgendwas Brauchbares. So. So, das hier brauche ich definitiv nicht. Knochen kann ich vielleicht. Einen Knopf brauche ich auch nicht. So, ich will das haben. Zack. Ich will TNT haben. Und da will ich auch haben. So, das finde ich schon mal sehr nice. Dann das. Ey, ich will das Feuerwerk haben. Ach, das sind. Ach, das sind unterschiedliche Farben sogar noch. Ach, schade, kann man das nicht. Egal. So. Nee. Zack, ich wollte in den Rucksack. Zack. Zack. Jetzt mal hier so ein bisschen reintun. Dort das noch hin. So, kann ich denn jetzt auch noch ein bisschen was an Futtermampf mitnehmen?
seltsame Suppe. Ich kann leider nichts denken. Boah, ich glaube, deren Fisch und sowas lasse ich den. Äpfel, die nehme ich nochmal mit. Und das da nehme ich auch nochmal mit. Und ganz ehrlich, Leute, ich würde sagen, hier mache ich auch jetzt erstmal eine kleine Pause und Schluss. Ich bleibe hier in diesem kleinen Unterstand. Werde mein Bettchen hier gleich hin platzieren. Da. Meine Schlafsack. Und geschützt vor dem Regen hier ein kleines Nickerchen machen. Ja, wenn ihr wissen wollt, ob wir es nächstes Mal endlich mal zur Höhle schaffen und was uns hier noch so alles in dieser Welt über den Weg läuft, dann liked dieses Video schon mal. Schreibt liebe Kommentare. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich jetzt und sage nur noch Au! Bye, bye.